Herzlich willkommen zu Alarm am Tisch. Nach einer etwas längeren Weihnachtspause geht es heute weiter in dem Jahr 1971. Wir nähern uns dem Ende der 70er mit dem Spiel Speed Circuit. Ich habe hier die Version von 1990 von Klee. Ich hoffe, die unterscheidet sich nicht so stark. Es ist nur ein Autorennspiel, aber eigentlich eins, was sehr bekannt ist. Ich habe es noch nie gespielt, ihr auch noch nicht, ne? Es ist geschrieben worden von, das muss ich nachgucken, Thomas M. Dival und John B. Reilly. Wir haben alle unterschiedliche Karren gekriegt. Die sind auf unseren Karten hier drauf. Müssen wir gucken, dass wir die schön im Bild halten. Ich glaube, das Fachwort ist Bolide. Bolide. Wir haben unterschiedliche Boliden bekommen. Okay. Okay. Also meinst du, der rote Blitz ist blöd, der rote Baron. So. Alles klar. Falsches Genre, ne? Ja. Also, auf jeden Fall. Das Auto hat hier so eine Anzahl von Verschleißpunkten, das kennt man dann vielleicht von Formula D. Also wenn ihr irgendwie mehr macht, als der Wagen aushält, müsst ihr Verschleißpunkte abziehen. Aber wenn ihr also wenn ihr mit null Verschleißpunkten ins Ziel kommt, ist alles okay. Wenn ihr weniger habt, seid ihr ausgeschieden. Hier auf der Tachonadel steht eure aktuelle Geschwindigkeit. 30 km/h ist immer ein Schritt hier auf der Straße. Und dann habt ihr eine gewisse Startgeschwindigkeit, eine Beschleunigung. Das Maximum, was ihr pro Runde sozusagen dazu nehmen könnt. Und ihr habt das Maximum, nein, das, was ihr bremsen könnt, ohne dass ihr Verschleiß macht. Also man kann mehr bremsen, aber das ist nicht gut für die Karre. Und es gibt eine Höchstgeschwindigkeit. Auch die ist unterschiedlich. Also dein Auto ist zum Beispiel sehr stabil, offensichtlich mit 6 Verschleißpunkten. Wir beide können aber 270 fahren. Ich meine, so viele lange Geraden haben wir hier nicht. Wir werden sehen. Ja. Also grundsätzlich geht die Runde immer so, dass also in der ersten Runde fahren wir nach der Wagennummer, das heißt, du bist, glaube ich, die 1, du fährst zuerst. Fahren wir einfach Schritte nach vorne entsprechend unserer aktuellen Startgeschwindigkeit und du kannst dabei auch immer schräg fahren. In den Kurven ist das mit dem Schrägfahren so, du darfst nicht, wenn die beiden Felder am gleichen Anfang oder am gleichen ändern, kannst du nicht irgendwie schräg rausfahren. Also du kannst nicht von diesem Feld zu dem Feld oder von dem zu dem. Du kannst aber von dem zu dem schräg fahren. Also sozusagen der Anfangs- und Endpunkt des Startfelds müssen irgendwie verschoben sein, damit das Schrägfahren gilt in Das der heißt, Kurve. hier darf ich nicht in die Innenkurve wechseln, weil die den gleichen Start haben. Ich dürfte Genau. also nur hierhin wechseln, Ja. damit ich die gleiche Felderanzahl habe oder Ja, fast. irgendwie so, genau. Okay. Also zumindest hat das Diagramm so dargestellt. Genau, da kann ich innen durchfahren mit 120. Genau, da komme ich gleich noch zu. Ja, Genau. gut. Ab der zweiten Runde ist es so, dass wir dann immer unsere Geschwindigkeit hier einstellen, die wir fahren wollen. Da muss man natürlich gucken, alte Ja. Geschwindigkeit maximal plus Beschleunigung oder wenn du stark bremst, kostet Verschleiß. Also ich kann zum Beispiel nur einen Tacken bremsen um 30 km/h. Alles andere kostet mich einen extra Verschleißpunkt. Und da wir ja die Profi-Regeln spielen, die nicht wirklich viel sind, also ein mehr Bremsen ist also ein Verschleißpunkt, zwei ist zwei Verschleißpunkte und bei drei gibt es einen Verschleißpunkt und der Wagen schleudert. Man fängt dann wieder bei der Startgeschwindigkeit an und bei vier ist es dann Crash. Da kannst du nichts mehr machen. Und so ähnlich ist das auch, wenn man in den Kurven zu schnell ist. Du musst die Innenkurve nicht mit 120 nehmen, sondern du kannst die Innenkurve auch, wenn du möchtest, mit 180 nehmen. Das kostet dich aber zwei Verschleißpunkte, weil da halt dann deine Reifen irgendwie abrost. Wenn ich jetzt Beschleunigung 90 habe, heißt das, ich darf also von 60 um 90 erhöhen, also auf Genau, 150 von genau. irgendwo. Okay. Okay. Das heißt, hier die Pfeile zeigen noch an, wo die Ideallinie dann ist von Genau, unserer wenn du die Aussicht Ideallinie aus. in der Kurve fährst, Ja. darfst du sogar noch 30 mehr fahren, dann musst du sie aber perfekt fahren. Okay. Sonst gilt, wenn du kann hier außen in die Kurve reingehst, kannst du mit 150 reingehen, aber sobald du nach innen ziehst, musst du auch Ja. die 120 schaffen oder die entsprechenden Verschleißpunkte Sei bekommen. denn, ich fahre hier rüber, dann kann ich mit 150 im Prinzip durchfahren. Genau, die Ideallinie Ja. gibt dir. Es gibt 150 und hier könnte ich 120 fahren. Genau. Okay. Dann gibt es noch als einzige sonstige Regel den Windschatten. Wenn du im Windschatten, wenn du am Anfang einer Runde direkt hinter einem anderen Auto bist und nicht ausgebremst worden bist oder einen Unfall gehabt hast oder sowas, dann gilt, wenn du hinter einem anderen Wagen stehst, nicht durch Auffahrunfall oder Schleudern abgebremst worden bist und ihr nicht auf einem Kurvenfeld steht und der vorausfahrende Wagen mindestens 180 fährt, dann kannst du Windschatten nehmen. Und zwar 30 km/h bei 180 bis 240 des vorausfahrenden Wagen und 60 km/h bei 270 km/h. Also wenn du ganz schnell fährst.
Das geht nur hinter uns beiden, eure Alarmkarren können Ja. angehen. Und bei Windschatten ist es so, der wird nicht auf dem Tacho eingestellt, das heißt, der zählt auch nicht für die Kurve. Ja, okay. Wenn wir Ziel kommen, spielen wir die Runde noch zu Ende, also jeder darf seinen Wagen noch einmal bewegen, bis auf der übers Ziel. Also die Runde spielen wir zu Ende. Ich mache es nicht komplizierter als das. Ja, Ganz das wäre einfach. gut. Und dann zählt, wer am weitesten übers Ziel hinausgeschossen ist, bei Gleichstand, wer zuerst drüber gegangen ist. Okay. Ab der zweiten Runde ist es so, dass bei zwei Wagen auf gleicher Höhe fährt immer der mit der, also es fährt immer zuerst der Wagen am weitesten vorne. Da bei gleicher Höhe fährt der mit der höchsten Geschwindigkeit, bei gleicher Geschwindigkeit der in der Innenspur zuerst. Innenspur ist einfach hier innen im Kreis. Genau. Ja, aber das ist doch nicht die Innenspur. Wir machen nicht Innenkurve, sondern Innenspur. Innen. Einfach innen Okay, im Kreis. also die rechte Spur. Ja, man spielt dann immer einmal alle vier, je nachdem wie die standen, und dann ist die Runde zu Ende. Das meine ich mit die Runde zu Ende.